Nein! Ich war nicht vorsichtig genug. Ich habe Mist gebaut. Der Zeiger fiel mir runter und war hin. Boah. Er hätte auch einen der drei anderen nehmen können. Hätte doch Bescheid sagen können. Aber nun stand doch der Besuch des Botschafters an. Also hatten sie den Einfall mit der Waffel, um Zeit zu gewinnen. Nein, ja, das war das Einzige, was mir einfiel. Aber mein Bruder hat keine Schuld. Es war meine Idee. Bruder, nein, es war mein Plan, nicht deiner. Oh. Ruhe, Jenny. Ja. Ich sagte doch, überlass mir das Reden. Das ist ja sehr charmant. Da steht Nanu und nicht, hä? Ja. Das ist schon das zweite Mal, dass er das falsch sagt. Nein, Quatsch. Diese Vorstellung eines riesigen Zeigers aus Waffel. Ein wunderbarer Gedanke. Aber ich habe gelogen und einen riesen Fehler gemacht. Aber was sollen mein Bruder und ich denn nun bloß tun? Ja, also... im Zweifel... Suizid! Anspielung, tut mir leid. Insider. Ja. Einfach? Ein Insider? Ja. Ja, machen Sie noch einen. Dann überreichen wir Ihren wunderbaren Waffelzeiger dem Botschafter als Geschenk. Welcher Würdenträger könnte schon Nein sagen zu einer lebensgroßen Nachbildung eines der bekanntesten Wahrzeichen Englands? Ein Zeiger. Oh, ihr Engländer, ihr seid wirklich schon tolle Gastgeber, was? Was auch geschieht, unsere Herzen habt ihr erobert. Ich glaube, der kommt aus Russland. Ja, aber vor allen Dingen jetzt sieht er doch gar nicht, dieses Waffelding sieht doch gar nicht mehr so aus wie ein Zeiger. Also ja. So echt. Ja. Ach ja. Naja, es hat schon so ein bisschen ja, die Schwingung. Ja, aber es sieht jetzt nicht so originalgetreu aus, dass man es hätte. Ja, eben. Also. Vertauschen können, also. Ja, gut, aber vielleicht haben sie ja den anderen noch mit Lebensmittelfarbe angemalt. Ja. Also das ist dieser, dieser Botschafter fügst du Verfahren. Ach nein, Depart de Funéa ist der im Deutschen. Depart de Funéa, genau. Ja, ja. Wo ist eigentlich wieder der Cookbooker? Cookbooker! Ja, kommt bestimmt noch. Der kommt bestimmt wieder. Das. Der Besuch vom Botschafter Depart de Funéa ist also ohne Zwischenfall abgelaufen. Von Großbritanniens Rang als Freund und Verbündeter seiner europäischen Nachbarn wurde einmal mehr untermauert. Ja, die haben ja nicht viele europäische Nachbarn. Nee, nicht mehr. Oh, Miss Layton, you're amazing! I can't believe it. That whole wafer thing, how wasn't that just a shaggy dog story? Ah, but you see, Sherl, the truth is always stranger than fiction. Ja, weil das ist ja auch voll nicht Fiction. Hi. Ich nehme mal das andere. Weil ich will mir immer so ein Dings behalten. So ein Backup. Weißt du, wie auch bei Ace Attorney Zeug. Wie gefällt dir der Korb, Sherl? Hast du gut darin geschlafen? Ja, danke, Ernest. Auf jeden Fall besser als auf der Straße. Oder schlimmer noch, im Tierheim. Oder schlimmer noch, neben Hastings. In Trittingham. Gut, lass es mich einfach wissen, wenn du was brauchst. Ich brauch was! Ich habe gehört, dass du im Moment obdachlos bist, Charles. Du kannst gerne eine Weile hier im Büro wohnen, wenn das hilft. Ja, das wäre echt prima. Diese Gedächtnisverlustsache ist wirklich heftig. Ich weiß nicht, wer ich bin oder woher ich komme. Plötzlich bin ich allein auf der Straße herumgewandert. Das ist das Erste, woran ich mich erinnern kann. Und dann hast du eins unserer Flugblätter gesehen und dich entschieden, die beste Detektivin der Stadt anzuheuern. Die zweitbeste. Erst habe ich ein anderes Flugblatt gesehen, aber die hat mich nicht verstanden.
Eigentlich wollte ich Professor Layton, aber der hat mich nicht verstanden. Genau. Dann wollte ich Luke, aber der war nicht zu finden. Der ist ja umgezogen. Und dann wollte ich Emmy. Aber die wollte nicht. Die ist bei Herschel. Ja, die ist bei Herschel. Und war da auch immer. Nein. Aber wir wissen ja noch nichts über Katjas Mutter. Ja, eben. Ich sag immer noch, die ist adoptiert. Nein. Die hat Laytons Haare. Laytons Haare? Nein, hat sie nicht, aber... Ehrlich gesagt, es gibt da einen lustigen Vergleich. Sie hat eher die Haare von Brenda. Lukes Mutter. Bis auf die Farbe. Ja, die Farbe. Aber so das Gezwirbelte ist es? Na, es ist halt, wenn... Oder wenn... Und sie hat von Luke die... Diese Grübchen. Fleckchen. Die Grübchen. Hm. Nee, aber wenn jetzt... Außerdem hat sie die Augen von Ariana. Nee, nee. So müsste eigentlich... Nee, aber ich meine, wenn... Luke Layton. Nein. Aber nein, sie reden ja auch über Herschel Layton und ja. Dann sagt sie, dass das ihr Vater ist. Ja. Und man hat ihn ja gesehen, also es macht keinen Sinn. Ja, und... Aber ich, theoretisch, wenn Herschel Layton mit einer Blondine... Stimmt, Layton hatte ja früher wirklich so Locken, aber andere, glaube ich. Ja, eben. Der hatte halt auch so bauschig. Ja. Und, wenn er dann mit einer Blondine, die relativ glatthaarig war oder so, dann ergibt das diese Haare. Aber welche? Na, vielleicht kennt man sie nicht. Ja. Und das, Kinder, ist, wie ich eure Mutter kennengelernt habe. Oh, und jetzt bin ich darüber zu Robin. Ja, du hast gespoilert, das Ende der ganzen Sache auch noch. Vielleicht hätten es die Leute nicht mitbekommen, hätte ich nicht gesagt, dass du gespoilert hast. Egal, war aber trotzdem scheiß Ende. Ja. Ja. Und hier kann ich ja ruhig andere Enden spoilern und nicht zum Beispiel das Ende von Layton und die verlorene Zukunft, wo plötzlich... Das ist ja auch so eine Sache... Eigentlich spielt das ja nach Verlorene Zukunft. Ja, es spielt halt nach allen Geschichten von Professor Layton. Also, ich frag mich, wie viele Jahre danach, weil die müssen ja einiges wieder aufgebaut haben in der Zeit. Ja, nee, aber guck mal zum Beispiel, aber ich frag mich, ob das vielleicht in der Zeit von Asland oder sowas passiert. Was? Dass Herschel gerade überall herumreist oder sowas im Fälle. Und seine Tochter halt zu Hause ist. Ach so, zu Hause ist. Ich dachte, dass er sie dort zeugt. Nein! Irgendwo mit irgendeiner Stammesangehörigen. Nein. Der. Nein, aber meinst du wirklich, weil an sich nach Asland hat er ja Luke dann erstmal bei sich wohnen. Ich meine, ja, okay. Das ist ja alles so. Die kam ja nie vor. Also ich kann mir vorstellen, dass es nach der Saga Don Paolo kam. Hm. Oder wie man das nennen will. Ja, okay. Ich kann es mir... Ich habe echt keine Ahnung, ja, weil man müsste, man weil müsste echt mal so... Weil vielleicht kommt es ja genau, noch. Genau, ja, das war einer der Handzettel, die ich entworfen habe, Sherl. Du musst wissen, dass Miss Layton vorher noch nie Werbung gemacht hatte. Daher beschloss ich, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Oh nein, mein doch Zeiger. Nicht etwa auf die Zettel. Ja, meinen Zeiger selbst in die Hand zu nehmen. Allerdings haben wir nach wie vor keine Klienten. Also ein obdachlosen Hund. Na, entschuldige bitte, dass ich nur der beste Freund des Menschen bin. Aber, Sherl, das war doch kein Vorwurf. Es kommt mir sogar enorm entgegen, dass du ein Hund bist. Wirklich? Wieso das denn? Du bist so kuschelig. Vielleicht will ich das auch gar nicht wissen. Kuschelig. Du isst weniger als ein Mensch. Kuschelig. Ja, Catriel ist in Wirklichkeit Don Paolo. Layton? Ah, das ist Don Paolo. Ja, so wie der aussieht, glaube ich das. Oh, vielleicht haben ja die Macher von dem Spiel hier mein Fangame-Ansatz gesehen und es ist Markus von Hinden. Das wäre cool. Da würde ich sogar Mark zurückholen ins Let's Play. Der wäre nämlich der Einzige, der den sprechen dürfte. Nein. Nein, das nicht. Du wärst mit dabei, aber Mark wäre auch da. Du sollst mir helfen, wie mir nur ein Hund helfen kann. Mit deiner Spürnase. Zum Beispiel, indem du vom Tatort aus der Duftspur eines Schurken folgst. Ich muss sagen, das ist eine hervorragende Idee, Miss Layton. Genauso wie alle anderen Dinge, die sie sagen.
oder gesagt haben. Oder in allen erdenklichen Dimensionen. Oh. Nein, Mark kommt nicht wieder. Muss ich euch enttäuschen. Ja, Sherl. Sherl kann mit seinem vortrefflichen Geruchssinn als Polizeihund agieren. Es wird der Agentur sich großartige Dienste leisten. Er. Ich bin ja nur ungern ein Spielverderber, aber meine Hundenase ist nicht wirklich der Ferrari unter den Riechkolben. Eher so der Trabi. Soll das heißen, dass du nicht riechen kannst? Nicht ganz. Ich meine, natürlich kann ich riechen, aber wohl auch nicht besser als ein Mensch. Vielleicht ist er ein Mensch. Er ist Don Paolo. Don Paolos Kind. Don Paolos was? Ah, er ist sozusagen der Sohn einer Hündin. Das hat er gesagt, nicht ich. Aber das ist... Das hat er gesagt. Das ist doch... Das war er. Ja, ich kann da nichts ab... Oh mein Gott, piek's mir bitte nicht das Auge aus. Mach ich gar nicht. Stop. Oh Mann, aber er scheint wohl ein Mensch im Hundekörper zu sein oder sowas. Vielleicht. Aber dann würden ja alle anderen Menschen ihn vielleicht auch verstehen. Ach, wer weiß. Wirklich? Oh, wie jammer, schade. Ich hätte gedacht, wir könnten dich tatsächlich zu etwas gebrauchen. Geh wieder! Oh, oh, jetzt schmeißt sie ihn ab. Tut mir wirklich leid, dass ich eine solche Enttäuschung bin. Dir tut ja alles leid. Änder doch mal was. Oh. Das nehme ich persönlich. Was? Nein. Nein, ich meine, warum? Was? Oh. Macht nichts. Char wird uns sicher noch anderweitig helfen können. Übrigens, da klingelt ein Telefon. Oh, das Telefon. Geh bitte mal ran, Char. Entschuldigung, dass ich nicht ans Telefon gehen kann. Warum ich? Na, wenn du schon nicht die Wahrheit erschlüsseln kannst, kannst du zumindest Telefonate für mich entgegennehmen. Und dann gleich rausfinden, wer, ihn hören kann. Ich bin ein Hund! Ich gehe ran. Könnte ja jemand mit einem Auftrag für uns sein. Was könnte ich dich nur tun lassen, Sean? Irgendwie musst du dich ja nützlich machen. Vielleicht das Klo putzen? Oder die Ablage machen? Nein, das geht ja alles nicht mit deinen Pfoten. Ah, ich hab's! Du könntest das Maskottchen der Detailaten sein. Wir stellen dich an belebte Straßenecken und du machst Werbung für uns. Ja, genau. Und dazu lege ich auch noch eine kostenlose Massage drauf. Ah, Anist hat wohl fertig telefoniert. Oh, sie hätte jetzt sagen können, das ist eine super Idee. Das würde bestimmt vielen gefallen. Und Kuscheleinheiten und so. Das war Inspektor Hastings von Scotland Yard, Miss. Inspektor Hastings? Hat er einen neuen Fall für uns? Sogar einen Mordfall. Einen Mordfall? Endlich mal was Großes. Ja, nicht so wie der kleine Zeiger. Das schon, aber... Also, es scheint etwas komplizierter zu sein. Das Opfer ist noch nicht tot. Wir müssen noch etwas warten. Oh, nein. Der Inspektor meinte, es handelt sich wahrscheinlich um einen Mord, aber vielleicht auch nicht. Vielleicht, aber vielleicht auch nicht. Vielleicht muss man nachhelfen. Ja. Doch eigentlich sieht es schon danach aus. Irgendwie. So schwierig ist das doch nicht. Wurde jemand von wem anderen umgebracht oder nicht? Keine Ahnung, aber der Inspektor möchte, dass du ihn sofort bei Scotland Yard triffst. Er möchte ein Date mit dir. Ein Mord, der vielleicht kein Mord ist, aber wahrscheinlich doch, irgendwie? Auf jeden Fall hochinteressant. Riech nach einem Geheimnis, das wir lüften müssen. Ich rieche auch was wir lüften müssten. Sherl? Noch Menno.
was ist denn mit dir los?